So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Wir sind wieder in unserer Metropole zurück und haben Probleme, die wir anzugehen haben. Zu einem der Zug wartet darauf, dass hier hinten die Brücke fertig wird, die anscheinend fertig geworden ist. Die ist zwar ein bisschen ugly von der reinen Laufrichtung und allem, und mit den Knicken, aber ja, viel schöner haben wir es nicht hinbekommen. Aber das ermöglicht uns jetzt nämlich die Sache, und zwar dich hier ins Depot zu schicken. Und den Weg müsstest du finden. Gucken wir mal. So, und jetzt kommt's. Warum kann er den Weg finden bis hierhin, aber den bis hierhin nicht? Das macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Warum das nicht geht. Okay, jetzt ist er aber von der Strecke. Und das ist insofern wichtig, dass wir jetzt die Sachen hier starten können. Dann kann nämlich der Bauzug hier hinfahren. Braucht das noch einen Anschluss? Ja. Starten wir auch. So. Dann können die das da sich nehmen. Hier haben wir auch wieder alles angeschlossen. Ich glaube, ja. Sieht zumindest gut aus. Okay. Was haben wir zu tun als nächstes? Wir haben ein Problem mit den Autos. Das hier ist alles fertig, dem fehlen aber ein paar Sachen, und zwar Strom und Co. Da werden wir uns mal drum kümmern. Also das hier brauchen wir nicht. Stoff? Doch, Stoff kommt, glaube ich, raus. Chemikalien kommen nicht raus. Brot und Nahrung kommen nicht raus. Kleidung kommt nicht raus. Und Sprengstoff nicht. Aber ich glaube, das kommt noch raus. Machen wir erstmal alles 10. Bleiben noch 60 übrig. Machen wir das hier 20, das. Plastik wird 4 übrig bleiben. Bleiben 30 übrig. Okay, machen wir das auch 20. Machen wir das hier auf 30 und keine Ahnung, das auf 30. Jetzt gucken wir nochmal. Elektronische Bauteile. Mechanische Bauteile. So, eigentlich nur mechanische und elektronische. Die anderen Sachen nicht. Okay. Noch einfacher. Die anderen Sachen gar nicht. Okay. Dann machen wir hier 50. 50. Mechanische und elektronische. Die kommen raus. Stahl und Aluminium kommt direkt raus. Okay, da habe ich kein Lager vorgesehen, nicht? Oh, shit. Freilager. Würde nur noch hier hinten rangehen. Dann würde es mit dem Zug ganz enge werden. Aber sowas von eng. Der hat auch nicht mehr Eingänge. Dass auch die Schienen daneben liegen. Das Problem ist, wäre besser, wenn er jetzt umgedreht gewesen wäre, aber dann wäre der Ausgang wieder falsch gewesen. Ja gut, dann müssen wir Stahl und Aluminium hier mal direkt rausholen oder so. Aber das wird am meisten anfallen. Wir könnten das hier auch nach... Ja, aber auch nach da ist auch blöd. Das braucht nämlich einen direkten Anschluss. Wir können hier einen Splitter reinmachen. Aber gut, ich glaube, wir kommen einfach nicht drum herum. Wenn wir die Schiene nutzen wollen, dann muss sie Minimum so weggehen. Oh. Das wäre das Einzige. Und dann können wir da das Lager, wie wir fröhlich sind,
anschließen. Das hat ja auch eine Schiene theoretisch. Ja. Oh, sag jetzt nicht, es hängt hier an so einem Millimeter. Und für die Schienen wäre das so praktisch. Ich probiere mal, ob er es mir vielleicht nur nicht anzeigt. Nee, würde er gar nicht zulassen. Und was ist, wenn wir ein Zwischenstück setzen? Okay, ich hätte ein Rail Crossing dafür. Das ist ja noch besser. Ah, ich habe heute auf jeden Fall wieder super Probleme, was meine Verschleimtheit angeht. Hatte ich lange nicht mehr. Aber manchmal kann man das leider nicht ändern, dass der Körper so ist, wie er ist. Wenn ich das so mache, könnten wir halt nach da mit dem Lager. Gut, wir können das mit den Schienen generell. Aber, ja, das Problem ist, das müsste so gehen. Die liegen halt in der gleichen Richtung. Das ist das Problem hier. Und ich glaube, das hier könnte zu eng werden. Zumindest für ihn hier. Das ist nicht gut. Dann wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Was ist, wenn wir hier noch ein Zwischenstück hinsetzen? Das würden wir hinkriegen. Okay, dann machen wir das so. Eine Schiene, wo ist sie? Crossing Trolley, Factory. Jetzt haben wir das Problem, dass wir mit der Schiene nicht so eng da rumkommen. Ah, so könnte das werden. Zu scharfe Kurve. Ja, das war klar. Hätte ja auch einfach mal klappen können. Ich habe jetzt mal den Winkel um 1 verringert. Mal gucken, ob das schon reicht. Manchmal sind das ja Mikrometer. Reicht noch nicht. Also die Kurve könnte maximal so. Das heißt, hier müsste es hin. Und das klappt nicht. Aber dann kriegt er da keine Anbindung. Auch lustig. Das geht, das nicht. Das glaube ich doch nicht, oder? Glauben wir ihm? Komm, wir glauben ihm mal nicht. Okay, geht trotzdem. Geht deswegen trotzdem nicht. Wow. So, nochmal zweimal. Ich gehe noch ein Stück enger ran. Jetzt könnte es hier zu kritisch geworden sein, ja. Hallo, normale Mensch. Jetzt wieder das Umschieben, nicht wahr?
So ist halt echt kacke. Immer abreißen, setzen und dann setzt man zweimal fast gleich, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, das zu planen. Okay, also das wird nicht klappen. Vielleicht, wenn wir es umdrehen. Ich glaube, die Schiene ist schwieriger. Das heißt, wir müssen irgendwie die Schiene vielleicht so hinbekommen. Das würde gehen. Und jetzt müssen wir mit dem hier irgendwie hier ran. Und man sieht, das sieht halt nicht gut aus. Hier können wir doch sicher noch ein klitzekleines Stück, oder? Vielleicht so. Das würde noch gehen. Oh. Ah. Ich meine, so scheiße, wie es hier aussieht, könnte ich damit echt noch leben. Ach, kannst du aber nicht hinsetzen. Da würde gehen. So weit nach vorne würde gehen. Warte mal. Und dann kommst du da nicht ran, weil du zu eng dran bist. Jetzt geht das, jetzt geht die Schiene nicht mehr, wetten. Doch. Ja, so ist doch optimal. So, dann kommen wir hier mit der Schiene raus und wir können hier noch das Freilager vorsehen. Dann bin ich nämlich glücklich. Und dann haben wir erstmal Kapazität für die ganzen Autos. Und ich würde sagen, wir hauen das einfach nach da unten ran, oder? Andererseits müssen wir sowieso einen Dings hier haben. Die Autos. Das heißt, wir können es auch so machen. Und wir wollen ja die Schiene da haben. Das heißt, ja, vielleicht wäre so rum dann sinnvoller. Dann kann die Schiene nach da, dann kann die Schiene nach da. Da haben wir für den Zug alles geplant. Das meine ich Greenpeace oder wen auch immer, dass du da dem Wald drohen willst. Der Wald? Wer ist für im Wald? Das hier ist selbst gepflanzt. Hier gibt's keinen Wald. Der Wald ist schon lange weg. Von meinen Urvätern für immer zerstört. Achso, ja, hier brauchen wir noch einen Übergang dann. Straße, Dings und einen Dingsi. Eigentlich brauchen wir das plus eine Verteilung. Andererseits, warte mal. Ja, doch. Doch, wir brauchen das so. Gut, aber warte, mit dem können wir ja noch weiter nach hinten rücken. Ich muss mir das ja nicht so eng gestalten wie hier. Ne, so ist schon gut, glaube ich. Kann ja einfach so machen. Da haben wir ein bisschen mehr Spielraum hier zwischen den Dingern. Jetzt muss der nur an alle drei rankommen. Und da liegt, glaube ich, jetzt die Kunst. Ich glaube, das könnte gut sein. Das geht nicht. Das würde gehen. Warum gehst du nicht? Zu scharfe Kurve. Okay, also die Stelle da geht nicht. Das würde gehen. Jetzt ist
Okay, die beiden, egal wie, haben zu scharfe Kurve. Dann ist der hier für mich wichtiger, würde ich sagen. Dass wir die aneinander kriegen. Bei den anderen kann ich flexibler setzen. Oder warte, geht's vielleicht auch einfach ran? Nee, ist zu eng dran. Ja. Ich glaube, so viel flexibler kann ich den gar nicht setzen wegen der Straße. Wäre geil, wenn der weiter oben sein könnte. Den so weit wie möglich halt oben zwischen den beiden. Dann haben wir's. Oder halt so. Ich glaube, dann kriegen wir den anderen nicht vorbei. Und selbst wenn wir ihn jetzt vorbeikriegen, dann kriegen wir die Straße vielleicht nicht. Oder wir machen es so, dann kriegen wir auf jeden Fall die Straße dran vorbei. Ja, komm. Ah, nein, das ist Kacke. Das ist doch Kacke. So. Du so. Das Problem bei dem Freilager, das ist ein seitlichen Eingang. Freilager. Hat es ja inzwischen. Dann nehmen wir den doch. Dann machen wir das ganz entspannt. Einfach hier hin. Oder sogar einfach hier neben. Ah, warte, wir wollen aber hinten die Schiene raus haben. Okay. Setzen wir erstmal ihn. Dann wissen wir, wie lang es ist. So. Den könnten wir so setzen, aber dann würde seine Straße nach da zeigen. Doof. Wir könnten ihn aber hier hinsetzen. Dann einen Verteiler nehmen. Und jetzt das Außenlager setzen. Und dann ist es, glaube ich, ganz entspannt. Alles möglich. Und wir sind auch für die Zukunft gewappnet. So. Was für Bäume? Bäume können alle weg. Apropos, Bäume können weg. Okay, du bist da drauf. Die Umgehungsstraße kann weg. Die brauchen wir nicht mehr. Denn unsere Autobahn ist nämlich gestern noch fertig geworden. Zumindest die Dreierauffahrt hier. Das ist wichtig gewesen. So, und jetzt gehen wir einfach da hinten ran. Hier müssen ja gar nicht so viele hin. Oder wartet. Wir machen es besser. Wir gehen hier parallel von ab. Ich glaube, da haben wir noch ein... Das ist scheiße. Das klappt hier nicht mit dem Parallel. Warum nicht? Weil du dazwischen noch eine Straße hast, die ich nicht will. Okay, wartet. Das wird jetzt ein bisschen blöd. Ja, okay. Wo ist ein Auto? Fahr bitte erstmal runter. So. Abriss abbrechen. Jetzt dürften wir da nämlich... Ah, jetzt ist da drüben, und das ist das Problem, dieser Punkt entstanden. Aber man sieht, er will trotzdem noch nicht da parallel ran. Und wenn ich von hier abgehe, dann macht er so einen dicken irgendwas draus. Das ist nicht so geil. Okay, und wenn ich nicht im Parallelmodus bin, dann geht's. Guter Parallelmodus, nicht... Okay, dann machen wir es ohne Parallelmodus. So. Weil dann haben wir da trotzdem, dass die da länger stehen und wir uns nicht gegenseitig blockieren, nicht wahr? Ich glaube, alles andere wäre einfach nur
sehr, sehr doof, wenn wir uns da selber so ein, ja, unnötiges Bein stellen. Und für alle, die Angst um die Bäume haben, wir pflanzen hier sicher neue. Ganz sicher. Irgendwann. Sehr gut. Baustart hatten wir für alle an. Und dann können die Aluminium und Stahl in dieses Lager hier geben. Das ist doch was. Damit haben wir den ersten Schritt für heute erfüllt. Warum bist du da gerade hingefahren? Achso, du hast Arbeiter hier drüber dahin gebracht. Da hinten hin. Ah. Was wir jetzt brauchen, ist Strom. Und da hier hinten mehr Industrie lang kommt, würde ich sogar einen großen Verteiler versuchen, hier vielleicht lang zu ziehen. Hier ist ja... Ah, stimmt. Hier ist ja das Kraftwerk. Es ist so die Sache, wenn ich den erstmal hier hinziehe. Anstatt zentral könnte das Probleme geben. Aber warte mal, hier haben wir ja schon einen. Okay, von dem könnten wir auch noch weiter abgehen. Für die da hinten. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, lieber hier rüber als da, falls wir hier eine Auffahrt noch bauen wollen. Wobei hier eigentlich die Autobahn ist, aber... Ne, machen wir es lieber hier hin. Hier haben wir Straßen und dann ist gut. Achso, die Frage... Wie? Vielleicht so? Du kommst von da. Wir brauchen gar nicht den Großen. Da können wir ein bisschen... Ach, das wäre der Große, ne? Das wäre vielleicht noch besser. Ja, machen wir das mal so. Der kriegt aber den vollen Anschluss. Erstmal rüber. Und dann mittig. Jetzt brauchen wir wieder einen Transformator. Da würde ich den Dreier diesmal hinsetzen wollen. Den hier. Und hier kommt Strom raus später. Auch Starkstrom. Wo haben wir denn noch Platz? Hier hätten wir auf jeden Fall noch Platz. Wir können natürlich auch einen großen Subverteiler dahin machen. Dann würden wir den hier hinsetzen und dann könnten wir unterirdisch... Ja, das reicht doch völlig. Und hinten kommt irgendwann das Dings ran. Ja, komm. Machen wir es so. 10 Dinger. Zacks. So ran. Und dann... hier vielleicht das Ding. Ich glaube, bei der Menge an Industrien bauen wir eh gleich 2 davon. Du hast hier noch eine Straße. Ah, ich dachte, ich krieg's hier zwischen. So hinter dem Tunnel verstecken, versteht er. Aber ich glaube, das ist gar nicht so... Eine gute Idee vielleicht. Egal. Setzen wir ihn da hin, aber dann zeigt er in die andere Richtung. Nee, gefällt mir nicht.
Wir brauchen den schon so rum. Vielleicht hier so rum hinter. Oh. Haben wir noch andere? Das Ding. Vielleicht, glaube ich, noch nie gebaut. Dann bauen wir das hier hin einmal da. Und spätestens hier hinten noch eins. So, und hier hinten auch nochmal eins. Ja, eigentlich ist hier schon gut. Wenn nicht, brauchen wir noch ein viertes, was vom Kraftwerk kommt. Okay. Unterirdische Anbindung. Ich hoffe, wir kommen da durch. Achso, wir müssen eh mit den 9 Meter runter. Wie wir es bisher immer gemacht haben. 9 Meter runter von dort. Dann von... Ah, diese Hubschrauber. Hier, 9 Meter runter. Wo habe ich den dritten gesetzt? Da... 9 Meter runter. Von hier 9 Meter runter. Von hier 9 Meter runter. Und von hier 9 Meter runter. So, der erste geht hier ran. Der zweite irgendwie nach da. Will er aber nicht. Okay, das ist blöd. Hier ist irgendwas. Hier stört ihn irgendwas. Vielleicht müssen wir hier gleich in eine Kurve. Dass er da besser weitermachen kann. Okay, dann machen wir... Ah, hier ist auch noch ein Stromanschluss, warum auch immer. So, also der ist sicher. Die machen wir nochmal weg. Vielleicht ist es auch einfach von dem Äußeren nach da hinten zu gehen. Ah, aber nur auf eine unschöne Weise. Diese Helis. Hallo Rakton. Ja, ja, Gebäude im Weg. Aber er macht hier keine Kurve. Das ist so das Problem. Hier schon nicht. Also ich kann weder größer noch kleiner gerade machen. Normalerweise kann ich ja einen riesigen Radius machen. Aber irgendwas verhindert es ihm. Hier kann... Aber auch nicht riesig. Hä? Okay. Normalerweise kann der hier so eine riesige Kreisdinger machen. Also ist nämlich echt wenig. Lustigerweise hat er auch wieder mal nicht getroffen, oder? Doch. Das ist jetzt das Problem. Okay, da müssen wir genau zielen. Oder wir setzen den nochmal anders. Ja, dann setzen wir den lieber nochmal anders. Das ist am einfachsten. Tschüss. Weg mit dir. Ach, diese Helis. Ich würde gern einfach nur die Helikopter-Sounds runterschrauben, dafür den Rest ein bisschen hoch. Ich habe den Ton echt schon auf... Nicht mal die Hälfte und die Helis nerven einfach, weil sie halt immer in der Richtung der Kamera fliegen. Und immer genau in die Kamera rein. Wirklich. Also, da wünschte ich mir einen extra Menüpunkt. Wo sind denn die Stromdinger jetzt? So.
Ich kann sie nicht klonen, weil sie unterirdisch sind. Alles klar. Würde ich mal am liebsten einfach sagen, halt die Gusch. Dann machen wir den hier hinten hin. So. Ist ja einfach nur, um die Kapazität zu erhöhen. Dann können wir mit dem nämlich von dem hier losgehen. Zack. Achso. Erstmal die 9 Meter da hinten. Wäre vielleicht sinnvoll. 3, 6, 9. Gebäude im Weg. Welches Gebäude ist so tief, dass es im Weg... Ach, der Tunnel. Oh, jetzt ist dieser Dreckstunnel im Weg. Wirklich, wer... Ach, die Tunnel sind im Weg. Das ist es. Oh, die sieht man gar nicht. Das Gelbe, da ist ein Tunnel. Alles braun und gelb. Ah, das ist nicht geil. Dann versuchen wir mal... Vielleicht hier runter und dann so rum. Das ginge. Sehr gut. Jetzt haben wir es. Hinten fehlt auch dann nochmal Strom, würde ich sagen. Aber das machen wir dann später. Stau. Der Stau ist mir egal. Baustadt haben wir. Das heißt, die würden auch alle... Dann Strom kriegen. So, nach Strom kommt was? Kopf ab. Nein. Es kommt natürlich Abwasser. So, Abwasser liegt hier sogar schon. Das heißt, da haben wir gar nicht so viel dran zu tun. Ich würde den auch einfach hier irgendwie daneben hauen, den ersten. So. Spiegeln. Ich drücke mal R, wenn ich spiegeln will. Weil es einfach zu weit weg ist, das Spiegeln. Und dann komme ich immer auf die falsche DOS-D. Oh, hat auch alles verknüpft. Sieht richtig aus. Du darüber. Dann machen wir einen hier hin und einen da hinten. Wir könnten wahrscheinlich sogar mit einem alles abdecken, aber da wir später da hinten auch Industrie haben wollen, können wir den ja gleich bauen. Achso, und die Züge, die haben ja mit da schon Ausgang. Okay, da muss ich nicht drauf achten. Ah, schon wieder R gedrückt. Meine dicken Finger. Und der eine ist doch nicht gerade, oder? Der ist doch ganz leicht schief. Ich sehe es doch. Ich sehe es ihm doch an. So. Wunderbar. Dann sind wir da auf jeden Fall versorgt. Dann bauen wir nur noch die Häuschen. Dann gucken wir mal. Also hier drüben brauchen wir welche und hier hinten. Machen wir den hier hin, den anderen dahin. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Das heißt, wo bist du da? Dann kommst du... hier oder so irgendwo hin. Haben wir hier einen Weg, wo er ran kann? Erst hier. Das sollte aber reichen, oder? Hier oben ist keiner mehr. Ist auch nicht zu knapp. Nee. Alles klar, dann kommt er jetzt. Hier hin. Und der andere, der kommt... Wo ist der gewesen? Da, hier irgendwo ran. Hier ist eine Straße. Vielleicht. So. Das war auch schon wieder nicht gerade, oder? Wobei ich ja auch nicht mehr weiß, was gerade ist und was nicht.
Okay, der kommt daran. Du kommst daran. Haben wir auch Abwasser da. Was fehlt jetzt? Wasser. Quasi Wasser. Wo machen wir den hin? Ein Verteiler hier. Brauchen wir den? Das Problem ist, hier drin sind keine Wege. Hier wären Wege. Das klingt doch gut. Neben dem Strom. Dann kommt hier einmal Wasser hin und... Dann machen wir hier einmal Wasser. Dann sind die zusammen halbwegs. Und wenn wir es jemals brauchen, haben wir da genug Anschlüsse. So, Kontrolle ist ja auch wirklich dran. Sieht gut aus. Nicht, dass er immer so Millimeter daneben sitzt. Sieht gut aus. Okay. Und dann das gleiche mit dem Wasseranschlüssen. Ein Gebäude brennt. Oh, nicht, hoffentlich nicht eine Fabrik. Ah, nee. Hier. Der kleine Sportplatz. Die Feuerwehr rückt schon aus. Das passt. Da brauchen wir nicht weiter drauf achten. Abwasser war da. Frischwasser war hier. Dann auf der Höhe. Wasser. Klingt vernünftig. Aber da haben wir nicht viel drin. Wäre wichtiger, dann machen wir einen hier hin. So, nochmal gucken. Ist dran, ist dran. Dann haben wir hier die Wasserversorgung. Dann brauchen wir hier irgendwo eine. Kriegen wir die hier hin? Ah, nee, hier kommen wir nicht wirklich gut ran. Aber hier ein Weg, wo wir ran können. Erst hier wieder. Hier der Gehweg. Ah, da kommt die Feuerwehr nicht ran. Das ist ein abgeschotteter Gehweg. Das wäre blöd, wenn der Tunnel brennt. Oh, auch zum Bauen wäre es blöd. Ich glaube, die kommen da gar nicht ran zum Bauen. Dann müssen wir den Weg eh da oben ranziehen. Okay. Na, dann können wir den auch hier hinsetzen. Oh, und... Dann kriegst du den Anschluss hier. So. Direkt dran. Fertig. Sehr gut. Wo wir jetzt der andere... Tunnel, 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 Tunnel. Hier. Weil der Weg geht nur nach hier. Achso, weil wir den hier anschließen wollen und der Weg noch nicht fertig war. Ja gut, dann machen wir das temporär hier da oben dran. So. Ist ja nur, damit Baufahrzeuge und Feuerwehr da rauffahren können. Hier gibt es einen Stau. Was ist das für ein Gebäude? Achso, die können nicht das entladen. Ja, das ist klar, weil die nicht funktionieren. Feuer wurde gelöscht. Sehr gut. So, wir brauchen hier Arbeiter. Und den ganzen Rest. Und vor allem Strom. Ohne Strom funktioniert das eh nicht mit der Verschrottung. Oh, immer mehr Fahrzeuge bleiben jetzt liegen. Gut, 30 Jahre sind auch eine lange Zeit. Da haben wir ein bisschen verdaddelt die Sache. Ich
Ich hoffe, die Bagger und Co. reichen noch aus. Ich könnte natürlich einen kleinen Teil ersetzen schon. Weil die verursachen jetzt auch immer öfter Stau, indem sie irgendwo rumstehen. Und kaputt gehen teilweise. Die haben jetzt auch Treibstoff. Das heißt, die kriegen auch mehr Korn, glaube ich, rein. Deswegen hat sich das hier auch beruhigt. Radio funktioniert noch. Zufriedenheit ist hoch. Gesundheit ist hoch. Krankenwagen zu spät eingetroffen. 181 Mal. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben so viel Krankenhäuser. Mit so viel Krankenwagen. Dann holen wir dem hier noch zwei Krankenwagen. Der kann hier 100 fahren. Oh, dann kriegt er noch die zwei neuen. Du hast auch einen. Oh, passt. Apropos passen. Ist das hier fertig? Jawohl. Dann können wir nämlich machen, dass dort Treibstoff hinkommt. Bedeutet, wir brauchen noch einen Treibstoff-LKW. Und der kann da ja auch stehen. Deswegen können wir da den mit der größten Kapazität nehmen. Oder den. Oder den. 15. Na komm, der reicht. Der RMD. Ich glaube, den habe ich auch hier im Einsatz. Nee, LZ-100 habe ich hier im Einsatz. Weiß gar nicht, ob es den noch gibt überhaupt. So, das bedeutet aber, dieser Zug hier darf wieder auf seine Route. Und du erreichst keine Tankstelle von da. Willst du mir das sagen? Alle Tankstellen in Reichweite haben Probleme. Ja, dass sie voll und erreichbar ist. Was hat der Zug? Also es ist auch nur der Zug. Alle anderen Züge können die problemlos ansteuern. Also weil die zu kurz, zu lang ist vielleicht. Aber der kann hier doch locker drin stehen. Es gibt ja auch keine längere. Also was soll ich machen? Die Waggons abkoppeln? Das ist der einzige Unterschied zu dem anderen, dass er zwei Waggons hat. So, wir gucken mal. Ich hänge mal einen ab. Er hängt trotzdem da fest. Er hat sogar zwei Wege zu zwei Tankstellen, die er erkennt. Die Tankstelle hat ein Problem. Die ist alle. Richtig, okay. Wirklich. Also der Zug ist so ein kleines Arschloch. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Weil die anderen alle warten bis voll okay funktionieren. Warten bis leer. Starten. Dann kriegt er hier seine separate Tankstelle. Wir haben ja schon gesagt, nicht, wir können die hier später anschließen. Das heißt, die ist nicht verloren. Oder wir steigen eh auf Elektrik vielleicht um. Und es brennt ein Gebäude, trotz unserer genialen Forschung. Oh oh, und das liegt hier am äußersten Rand und ist mit das wichtigste Gebäude, was es gibt. Weil das den Treibstoff liefert. Jetzt muss es saniert werden. Ja. Wenigstens nicht komplett abgebrannt. Hier sieht man schön, wie sie gerade buddeln. Aber man merkt, es wird ruckelig. Es wird ruckelig von der Größe her. Also nicht, wenn man es einfach laufen lässt, aber wenn man es beschleunigt. Gut, die superschnelle Beschleunigung, nicht wahr? Die ist eh experimentell. Neuer Fahrzeugtyp. Sieht interessant aus. Ob das überhaupt bei uns verfügbar ist? Und wir haben das Problem, dass 400 Leute keine Wohnung haben. Deswegen steigt die Kriminalität, die Gesundheit sinkt, die Zufriedenheit sinkt. Ja, das müssen wir alles in den Griff kriegen. Wir können außerdem was forschen. Ich würde
die logistische Optimierung jetzt mal anfangen. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir das mal in Angriff nehmen. Hier können wir Mülltrennung einleiten. Rettungshubschrauber. Oh. Ah, deswegen wird der Hubschrauber hier nicht benutzt, weil ich es nicht erforscht habe. Okay, das ist ja dämlich. Wow. Okay. Ich wusste es nicht, dass es als Forschung gibt. Deswegen war mir das nicht klar, dass das nicht funktioniert. Aber es ist auch ein Mod-Gebäude. Ich habe mich nur gewundert, vielleicht weil er keinen Landeplatz hat, dass er nicht rumfliegen könnte. So. Aber ich würde sagen, ihr seht, was wir bauen. Wir lassen das mal fertigstellen. Und in der nächsten Folge werden wir die Verschrottung machen. Ich hoffe, es funktioniert. Wir haben uns das schon angeguckt. Das ist ein bisschen tricky. Aber verabschiedet euch von den 17 Millionen. Die werden danach weg sein. Bis zur nächsten Folge.